Um diese Fehlerquelle auf Gemeindeebene auszuschalten, gibt es ja schon weitgehend Konsens darüber, dass ein zentrales Wählerregister kommen soll. Andere Fragen aber wollen wir jetzt mit Gemeindebundpräsident Helmut Mödelhammer besprechen, den ich live in unserem Studio in Salzburg begrüße. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend aus Salzburg. Kommen wir zu dem, was da am Ende des Beitrags zuvor schon angesprochen worden ist. Ein einheitlicher Wahlschluss, den der VfGH auch gefordert hat, damit es nicht zum Durchsickern von Teilwahlergebnissen kommt. Was spricht denn eigentlich dagegen, dass nicht manche Wahllokale schon um 11 Uhr wieder schließen? Es ist so, dass natürlich die Wahllokale eine größere Anzahl oder eine unterschiedliche Anzahl von Wählerinnen und Wählern haben. Und es ist so, dass dann natürlich in kleinen Gemeinden, wo 200 oder 300 Wahlberechtigte sind, natürlich um 12 Uhr längst Schluss ist und die Wahlbeteiligung meistens dort sehr hoch ist. Das hat es keinen Sinn, die Wahlbeteiligung zu erhöhen, weil es nicht mehr möglich ist. Und das Zweite ist, dass natürlich zeitlich also eine Ausdehnung auch dort nicht erforderlich ist. Das würde eine wirkliche Verschlechterung bedeuten für die Beisitzerinnen und Beisitzer. Und da wird es noch schwieriger werden, welche zu finden. Aber in allen anderen EU-Ländern ist es möglich, einen einheitlichen Wahlschluss zu machen. Warum ist das in Österreich nicht so? Weil wir in Österreich 60.000 freiwillige Beisitzerinnen und Beisitzer haben, die meistens ohne einen Cent also diesen wichtigen Dienst erfüllen, diese demokratische Aufgabe erfüllen und hier nicht Beamte verpflichtet werden oder verpflichtet sind. Das ist der Unterschied natürlich und deshalb ist es so schwierig, auch hier einheitliche Regeln einzuführen und die Gemeinden sind mir unterschiedlich auch groß und haben eine unterschiedliche Anzahl an Wählerinnen und Wählern. Deshalb ist das nicht möglich. Sollten da Kleinstsprengel vielleicht zusammengelegt werden, damit längere Öffnungszeiten und eben einheitliche Öffnungszeiten bis 17 Uhr möglich sind? Nein, das glaube ich bringt überhaupt nichts. Dann wird es noch komplizierter. Vor allem muss man sagen, dass in diesen kleinen Sprengeln ordentlich gearbeitet wird. Dort sind keine Fehler passiert. Also wir haben insgesamt mehr als 10.000 Gemeindesprengel. Und dort sind mit Ausnahme von 3 Sprengeln also überhaupt keine Fehler passiert. Im Gegensatz zu den Bezirkswahlbehörden, wo hauptsächlich beamtete Mitarbeiter tätig waren. Und das ist genau der Punkt. Die Freiwilligen haben hervorragend gearbeitet. Und die Fehler sind ganz woanders passiert, nämlich bei den Bezirkswahlbehörden. Aber kommen wir jetzt zu diesen freiwilligen Beisitzern, von denen Sie jetzt gerade schon gesagt haben, wie schwierig es sei, die zu finden. Da hat der Innenminister, und wir haben es auch im Beitrag zuvor gesehen, das Laienrichtermodell, das Schöffenmodell herangezogen. Sie halten ja davon offenbar nicht so viel und wollen die Parteien zur Entsendung geeigneter Beisitzer verpflichten, wie Sie in einem Interview morgen mit dem Kurier sagen. Das würde doch Parteien, die neu antreten, keine große Organisation österreichweit haben, de facto ausschließen, an der Wahl teilzunehmen, insbesondere bei einer Bundespräsidentenwahl, Kandidaten, die keine Parteiorganisation im Rücken haben? Nein, überhaupt nicht. Also jede wahlwerbende Gruppierung muss natürlich eine gewisse Anzahl Unterstützungserklärungen beibringen. Das heißt, es gibt hier Unterstützende und diese Unterstützenden müssen sich bewusst sein, dass sie nicht nur die Verantwortung für eine Unterschrift übernehmen, sondern vielleicht auch die Verantwortung für einen demokratiepolitisch wichtigen Dienst übernehmen. Es kann nicht so sein, dass man diese Aufgabe dann Bürgern überwälzt, die verpflichtet werden. Und man muss sich vorstellen, für einen Tag 60.000 Menschen zu verpflichten, die müssen aber nicht nur einen Tag da sein, die müssten auch bei der konstituierenden Sitzung der Wahlkommission dabei sein, die müssen auch geschult werden, die müssen auch Entscheidungen treffen über die Wahlzeit, über die Wahllokale, über Verbotszonen etc. etc. Das heißt, das ist nicht so einfach. Ich würde allen empfehlen, dass man sich hier diese Dinge mal vor Ort anschaut. Und ich habe heute mit dem Herrn Innenminister kurz vor der Sendung noch gesprochen, der gesagt hat, sein Vorschlag ist einer von mehreren. Wenn es einen besseren gibt, ist er durchaus bereit, diesen zu verfolgen. Und ich glaube, dass es besser ist, die wahlwerbenden Gruppen zu verpflichten, hier einen Anteil zu leisten, der einfach demokratiepolitisch notwendig ist. Ja, aber nur wenn ich eine Unterschrift leiste, damit ein Bundespräsidentschaftsbewerber antreten kann, ist damit in der Regel ja nicht verbunden, dass ich mich auch für den engagiere. Daher noch einmal meine Frage bei Parteien, die zum Nationalrat kandidieren und wie gesagt am Beginn ihrer Gründung stehen und diese Organisationskraft nicht haben, denen wäre es ja nicht möglich, da anzutreten, beziehungsweise die Strafen zu zahlen, die sie da auch ins Treffen führen, die ja dann exorbitant hoch wären, wenn die das Budget nicht dazu haben und somit ja ausgeschlossen sind von den Wahlen. Nein, überhaupt nicht. Noch einmal, wahlwerbende Gruppen haben eine Verantwortung und wahlwerbende Gruppen werden von Menschen unterstützt. Und wenn es ein Anliegen ist, dann ist es das Mindeste, dass man einen Tag opfert. Und diesen Tag zu opfern, wie gesagt, ist eine demokratiepolitisch wichtige Aufgabe. Das ist immer noch besser, als man verpflichtet, Menschen
Menschen von der Straße, die damit überhaupt nichts zu tun haben, die auch nicht hingehen wollen. Und was tut ein Vorsitzender, wenn die Hälfte der Beisitzer dann nicht erscheint? Die kann er ja nicht vorführen lassen oder sonstige Maßnahmen. Das heißt, ein Richter kann einen Prozess vertagen, aber eine Wahl kann man dann nicht vertagen. Das heißt, das ist wirklich sehr schwierig. Und deshalb ist das noch einmal eine Verpflichtung der wahlwerbenden Gruppierung, hier einen Beitrag zu leisten. Das ist also ganz normal. Die großen Parteien haben das immer müssen. Und jetzt ist es auch so, dass also jetzt sogar bei den Bundespräsidenten-Stichwahlen, wo dann die ÖVP und die SPÖ keine Kandidaten hat, dass die natürlich auch ihrer Verpflichtung nachkommen müssen. Warum nicht? Aber was spricht so sehr gegen ein Modell analog zu den Laienrichtern, wie eben vom Innenminister ins Treffen geführt? Wir verpflichten auch Menschen noch viel länger, nämlich zum Militärdienst zu gehen beispielsweise, wo auch sehr viel Zeit investiert werden muss. Wäre das nicht ein Beitrag dazu, ein Durchdringen der Gesellschaft für die Idee korrekt ablaufender Wahlen zu organisieren? Noch einmal, 60.000 Menschen zu verpflichten, und da braucht man dann noch, also wie gesagt, eine gewisse Anzahl an Vertretungen, das heißt 60.000 Menschen zu verpflichten, an einem Tag, und wie gesagt, nicht nur einem Tag, dann einen Dienst zu tun, wo es nicht einmal eine Wahlpflicht mehr gibt. Das ist ja völlig unmöglich. Und wie gesagt, was soll der Vorsitzende machen, wenn hier die Menschen dann nicht kommen? Er kann sie nicht vorführen. Das heißt, diejenigen, die also hier sich bewerben um ein Amt, um eine Funktion, haben auch eine Verpflichtung. Und diese Verpflichtung haben die Parteien nachzukommen. Fürchten Sie, dass nach dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs, insbesondere nach dieser öffentlichen Anhörung, wo man sehr viel mitbekommen hat über den Ablauf in diesen Wahlkommissionen, dass sich weniger Leute denn je finden werden, zu einem Beisitz zu übernehmen? Es wird sicherlich nicht einfacher werden, aber noch einmal, in den Gemeindewahlbehörden wurde gut gearbeitet, wurde korrekt gearbeitet. Wo die Fehler passiert sind, waren das also meistens, wie gesagt, beamtete Beisitzer. Hier sind die Fehler passiert. Es wird sicher nicht einfacher, und ich sage auch ganz offen, es soll nicht so sein, dass dann die Letzten die Hunde beißen, sondern es müssen die zur Verantwortung gezogen werden, die diese Verantwortung auch wahrzunehmen haben. Und das sind in dem Fall der Bezirkswahlbehörden die beamteten Beisitzer. Vielen Dank, Herr Mödlhammer, für das Gespräch. Guten Abend nach Salzburg. Guten Abend.